Die erste Frage bezog sich auf eine steuerliche Problematik, und zwar geht es darum, ob man als Verheirateter gemeinsam veranlagt wird oder als Lediger gemeinsam veranlagt wird in der Einkommensteuer. Das Steuergesetz geht davon aus, dass gemeinsame Veranlagungen möglich sind, wenn man verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. Wenn man nur so als freier, ja, Lebenspartner miteinander lebt, dann besteht keine Möglichkeit in einer gemeinsamen steuerlichen Veranlagung. Zu dem zweiten Teil der Frage, ob das eine Rolle spielt, dass beide selbstständig sind, nein. Wenn beide miteinander verheiratet sind und beide selbstständig sind, dann werden eben zwei Einnahmeüberschussrechnungen zur Gewinnerzielung gemacht und dann werden bei der gemeinsamen Einkommensteuererklärung einfach die beiden Gewinne zusammengezogen und dann hat man eine gemeinsame Veranlagung. Das wäre zur Frage 1. So. Dann hatten wir eine Frage zur Spekulationssteuer bei vererbten Immobilien. Entscheidend ist, wann wurde die Immobilie erworben. Das hat also erstmal nichts mit der Erbschaft zu tun. Entscheidend ist das Kaufdatum der Immobilie. Wenn die 10-Jahresfrist rum ist, dann fällt keine Spekulationssteuer mehr an. Sollte die Immobilie noch nicht so lange im Besitz sein, dann würde die Spekulationssteuer anfallen. Die ist unabhängig von der Erbschaftssteuer. Das wären jetzt die beiden Fragen gewesen, die im Bereich Finanzen angefallen sind. So, jetzt müsste ich allerdings mal die anderen Fragen abrufen, ne? Sekunde. Vielleicht kann ich parallel dazu schon mal die erste Frage beantworten. Ein Interessent hat gefragt, wie es aussieht mit der KSK, wenn er jetzt, nachdem er 3 Jahre dort eingezahlt hat, Deutschland verlässt und vermutlich auch nicht wieder erscheinen wird. Dazu muss man erstmal nochmal sortieren, was ist die KSK? Die KSK übernimmt für Künstler, für selbstständige Künstler die Rolle eines arbeitnehmerähnlichen Sozialversicherungsträgers. Das heißt, die KSK sammelt von den Künstlern oder von den Versicherten einen Beitrag entsprechend den Einkommen für die Krankenversicherung, für die Pflegeversicherung und für die Rentenversicherung ein und gibt von der KSK nochmal 50% zu, so wie das auch bei Arbeitnehmern ist, ne, im Angestelltenverhältnis. Das heißt, die KSK ist kein Rentenversicherer, sie ist auch kein Krankenversicherer, sondern sie leitet die eingesammelten Beiträge an die zuständigen Stellen weiter. Zu dieser konkreten Frage würde bedeuten, die KSK hat also auch die Rentenversicherungsbeiträge an die deutsche Rentenversicherung weitergeleitet und die deutsche Rentenversicherung ist der Rentenversicherungsträger. Und dort haben wir eine Wartezeit von 5 Jahren. Das würde bedeuten, in dem konkreten Fall, wenn der Versicherte erst 3 Jahre eingezahlt hat, besteht noch gar kein Anspruch auf Rentenversicherung. Bedeutet aber auch, dass keine Rentenversicherungsbeiträge, die bereits gezahlt wurden, ausgezahlt werden. Die sind halt weg. Ja, für die Ummeldung oder Abmeldung, weil der Interessent sagt, er hat die KSK angeschrieben und hat keine Antwort bekommen. Der Hinweis, es gibt ein Formular für die Abmeldung. Die KSK wird also nicht auf den Brief reagieren, sondern es gibt ein Formular, das muss ausgefüllt werden, zur KSK hingeschickt werden. Bei Interesse könnte ich das entsprechende Formular zuleiten. Ich habe es runtergeladen. So, jetzt bin ich aber inzwischen im System und müsste mich mal einloggen, ne? So.
Eine Frage bezog sich auf die Notwendigkeit von Versicherungen für Kinder. Dazu muss man erst mal sagen, interessant wäre jetzt gewesen, wie alt ist das Kind? Gehen wir mal davon aus, dass sich das um ein kleineres Kind handelt, also noch nicht die Ausbildung ansteht. Ganz einfach die Grundversorgung. Zur Grundversorgung gehört, dass das Kind bei einem Elternteil, auch bei getrennt lebenden Eltern, in einem Vertrag, der privathaftlich mit eingeschlossen ist. Die Versicherer bieten dort Familienpolicen an, das heißt alleinstehende Mutti mit Kind oder Ehepartner mit Kind oder wenn kein Kind vorhanden ist, nur Ehepartner. Das ist so die Aufteilung. Also egal. Ein Elternteil sollte das Kind auf jeden Fall in der privathaftlich mit eingeschlossen haben. Die zweite wichtige Versicherung wäre die Unfallversicherung. Kinder sind sehr spontan, spielen. Die Unfallversicherung sollte unbedingt eine vernünftige Invaliditätsabsicherung haben. Die Versicherer bieten darüber hinaus dann alle möglichen Zusatzdinge an. Deshalb sagte ich, man müsste wissen, wie alt das Kind ist. Wenn es zum Beispiel in der Schule schon ist, bieten die Versicherer auch Schulgeld an infolge von Unfallfolgen oder Überbrückungsgelder und so weiter. Präzisieren müsste man dann den Versicherungsbedarf ganz konkret an der aktuellen Situation des Kindes. Die dritte Sache, die man im Auge fassen sollte bei Kindern, man müsste mal mit seiner gesetzlichen Krankenversicherung reden. Die bieten vielfältige Bonusprogramme an, mit denen man eine Krankenzusatzversicherung abschließen könnte. Auch hier würde sich der Absicherungsbedarf dann an der konkreten Situation des Kindes und an dem Alter des Kindes ausrichten. Das ist die Grundversorgung. Sind die Kinder jetzt schon fast am Ende der Schulzeit angelangt, bieten die Versicherer vielfältige Einstiegstarife im Bereich Kraftabsicherung, wie zum Beispiel Einstiegstarife für Berufsunfähigkeitsabsicherung oder Spezialtarife, wo die Kinder sich bereits gute Einstiegsschadensfreiheitsrabatte für die Kfz-Versicherung absichern können. Das, wie ihr sagt, aber wenn die Kinder schon 16 Jahre plus X sind. Damit wäre diese Frage erstmal weitestgehend beantwortet. Wie ihr sagt, um diese Frage zu konkretisieren, müsste man eine richtige Analyse machen, um den Versicherungsbedarf ganz konkret ermitteln zu können. So, das war eigentlich zur Künstlersozialkasse. Es gab noch eine weitere Frage zur Sozialkasse. Da muss ich kurz mal das Programm wechseln. Ein Interessent hat gefragt, er ist seit einiger Zeit in Deutschland wohnhaft, war vorher bei einer ausländischen Krankenversicherung versichert. Und er will jetzt wissen, wie er sich anmelden muss und ob er ein Bußgeld bezahlen muss. Also dazu ist Folgendes zu sagen. Bei der Anmeldung in einer deutschen Krankenversicherung kann ich behilflich sein. Die Frage ist, besteht der ausländische Krankenversicherungsschutz, weil nach Gesetz alle in Deutschland pflichtig krankenversichert sind und eine ordentliche Vorversicherung bei Anmeldung vorweisen müssen. Die Anmeldung oder die Vorversicherung könnten wir in Form der bestehenden oder in der Vergangenheit vorhandenen ausländischen Krankenversicherung nachweisen. Das wäre also die Voraussetzung. Bei der Krankenversicherung selbst wird nichts weiter gemacht, als dass man sich eine von den deutschen Krankenversicherungen aussucht, einen Antrag ausfüllt und
dass es ganz einfach sich dann einstufen lässt, je nach Einkommen. Das waren die Fragen. Mehr ist zurzeit nicht aufgelaufen.